Darf ich? Lüter! Noch Lüter! Lüter! Wie heißt Quartier schon seit Wochen im Verlag? Und zwischen ihnen beiden öffnet sich ein Abgrund. Weißt du, wer sie wenigstens den Blues hat oder es wieder mal wird läuten? Doch ich glaube, sie haben es aufgegeben. Esta Valle, Jeans for Jesus. Ist mir auf der letzten grossen Tournee um das Album Envolé zugeflogen. Und das war wirklich ein Stück. Es gibt andere Bands, die betten, die hauen sich auf den Rücken, die trinken ein Glas Alkohol, die umarmen sich. Wir haben dazu mal, bevor wir auf Bühne sind, Esta Valle geschrauen. Und gehört. Und ich war extrem befreit gewesen, nach dieser langen Zeit von traumhafter Musik, wo der Kuno Launer mit Zürich West, eine meiner Lieblingsbands, der Bühne Huber mit Patent Ochsner, basierend auf was der Polo gemacht hat mit der Rumpelstilz, Schmetterband, einfach lang die Dröhn besetzt gsi, also die Stühle, wo die Aristokratie vom Mundart gehockt ist. Und plötzlich ist das Lied gekommen und gesagt, jetzt wird's aber gut. Ich bin ein riesen Fan von dieser Band, Jeans for Jesus. Next. Berge musst sagen, schwieg jetzt ein Grossvater, komm heim. Grossvater, sonst gar nicht allein. Und das nächste Mal bleibe ich da. Hey. Ich hatte jetzt das grosse Vergnügen gehabt, Tino Heiniger zuzuhören. Das Lied von den Bergen. Grossvater Schär steht. Mit seinen fremden Leuten. Als ich das erste Mal gehört habe, habe ich einen Fanbrief geschrieben an Tino Heiniger. Ich habe schon ein bisschen vorher von der Tasche von Mutter hat Schokolade. Das Lied über Harry Belafonte. Aber das Lied habe ich, dazu habe ich in Paris gewohnt, in einem Hotel. Heimweh hatte ich das, ich weiß es nicht. Ich habe einfach das Stück gehört in diesem Hotelzimmer und habe gesagt, ich muss jemandem Danke sagen, dass ich diesen musikalischen Moment hier so miterleben kann. Und dann hat mir Tino Heiniger zurückgeschrieben. Und er gesagt, er würde immer gerne seine neuen Lieder vorspielen. Dazumal hat es noch, das Internet hat es noch nicht so gegeben. Aber wenn man Musik gemacht hat, hat man meistens ein Demo-Tape aufgenommen, auf CD oder auf Kassette und hat das geschickt und dann über das diskutiert. Beim Tino Heiniger ist wie das meiste, was mit ihm zu tun hat, ist es ganz anders gewesen. Es hat eine Tür geklopft. Und der Tino Heiniger ist reingekommen mit seiner Gitarre und hat diese Songs vor mir live auf dem Spielen. Ich habe ihn nicht gekannt. Ich war eigentlich ein bisschen schockiert, als jemand sich so viel Blut herstellt, ohne Produktion, einfach die Lieder anfangen zu spielen. Und als er das zweite Lied angefangen hat, habe ich gesagt, Moment. Und bin gegangen, ein Mikrofon holen und ein zweites und habe ihn angefangen aufnehmen. Und aus dem ist eine Zusammenarbeit geworden. Von zwei tollen Alben von mir, wo ich richtig stolz bin. Heimatland und am See, wo ich mit ihm zu Paris, weit weg von diesen Bergen, die er hier so wunderbar beschreibt, habe ich das aufgenommen und habe eine wunderbare Begegnung gehabt, dank diesem Lied, mit einem Menschen, der mir ungeheuer viel wert ist. Kleenex, später Lilliput, Nice. Das ist ein Lied, das ich eine Coverversion gemacht habe. Einfach auch als Respekt vor dieser so wichtigen Band, vor dieser wichtigen Zeit. Ich bin dann mit 18, 19 auf Zürich gezogen. Ich bin dort an einer Schule und habe das mitbekommen, was vor allem Kleenex. Außerhalb von allem, was es gegeben hat. Es hat viele tolle Punk-Bands gegeben, es hat New Wave-Bands gegeben. Aber Kleenex hat einfach nicht getönt wie die anderen. Jetzt finde ich, jetzt tönt es extrem
verständlich. Dazu mal, wo es am Schluss ist, da habe ich gedacht, um Gottes Willen, neues Chaos, genial, so viel Energie. Junge Bands, wenn ihr das hört, schaut, denkt einfach daran, man kann extrem eigen sein. Man muss ja nicht tönen wie andere. Die haben auf Hochdeutsch gesungen. Was dazumal eine Band, die ich mitgespielt habe, Grauzone, hat auch mein Bruder Martin Eicher gesagt, wir singen Hochdeutsch. Er hat gesagt, bist du wahnsinnig, das geht doch nicht, das ist ein No-Go. Das ist ein Geschmack, es geht, wir müssen sagen, nein, wir singen Hochdeutsch. Und wie recht hat er mit dem Eisbär und mit dem Album? Also Gegenstrom, nicht einmal Gegenstrom, einfach sich nicht um Strukturen kümmern. Wenn ihr schon mit Musik anfängt, bitte nicht um Strukturen kümmern. Also begreifen, aber dann einfach kaputt machen. Mal Spielzeuge sind manchmal da, zu kaputt machen, um zu schauen, wie sie funktionieren. Und für mich ist Kleenex eine extreme Band, die das genau gemacht hat. Auf eine sehr tolle Art. Hat sie Spielzeug kaputt gemacht. Eine feine Membran ist in meiner Seele hineingespannt, die vibriert und Lieder singt, wenn man sie richtig kennt. Die Freya und Walter Lieta, als ich sie jetzt höre, bin ich so überrascht, wie viel sie ganz klar übernommen habe aus dieser Emotionalität, die ich das erste Mal gehört habe. In meiner Familie hat es immer eine Thematik gehabt. Ist ein Teil von meiner Familie Fahrende. Und plötzlich hat jemand das formuliert. Mit Flamenco-Gitarre, mit Fernweh, mit extrem präzisen, wunderschönen Worten. Extrem gut gespielt und ich höre hier das grosse Klavier. Bei mir gehört ihr das grosse Klavier. Ihr hört Pedal-Steel. Ihr hört bei mir Pedal-Steel. Ihr hört die Harmoniegesänge. Ich möchte eigentlich so gut werden wie das. Oder ich möchte mal probieren, die Leute so zu berühren, wie damals der Walter Lieta, ein 16-jähriger verlorener Jugendlichen, die Probleme hatten mit der ganzen Chemie, die in diesem Alter rumschwirrt, mit der Vorstellung, wie man sich in dieser Gesellschaft aufführen sollte. Und plötzlich habe ich das gehört und bin nicht mehr allein gewesen. Es hat wirklich jemanden gehabt, der... Ich würde sogar sagen, ich habe einen Teil von meinem Leben so gemacht, wie ich das Album gehört habe. Das kann gut sein. Eben die Nase in die kalte Morgenluft, die nach Treibstoff schmeckt. Der Nebel klebt über der Startbahn, auf der Startbahn hocken müde. Es ist mir passiert, als ich wirklich in Frankreich ein grosses, breites Publikum fing mit dem Album Engelberg. Und bin dort wirklich auf einer Tournee, die ist irgendwie 2,5 Jahre gegangen. Ja. Ich habe wirklich nur noch gespielt. Und dann ist das Album rausgekommen und dazu hat man noch Kassetten gemacht, um auf der langen Autostrecke zwischen den Konzerten einfach Musik zu hören. Und das Baut Moos vor allem und auch das Scharlachrot, das hat mich einfach so bereicht in meinem... Es war eine verwirrende Zeit, wenn man meistens auf der Bühne steht und einfach seine Schuhe anschaut und eine Gitarre spielt. Und plötzlich hat man das Licht im Gesicht und die Leute lieben einen, bevor man etwas gemacht hat. Das ist nicht so. Das ist noch schwierig. Und schon schreien. Und dann habe ich das Lied spielen in meinen Sets im Olympia oder in einer grossen Saal in Frankreich. Ist als Zugabe habe ich das Baut Moos gespielt. Als mehr für mich, um mal zu sagen, hey, okay, da komme ich aber vielleicht her. Die Leute ein bisschen verwirren. Und vor allem hat es auch noch zu tun mit einem Flughafen, wo ich mit meinem Vater am Sonntag Pico Flugzeug, ganz kleine Flugzeuge, aber dazu war das für uns ein Ort, wo man weit weg gegangen ist. Und ich war dann irgendwann mal weit weg und habe aber gerne gesungen von etwas. Und den Leuten zu sagen, ich komme auch von irgendwo her. Und das habe ich behalten. Und das Lied spiele ich heute noch. Also das kommt mir vor. Oder ich habe sogar herausgefunden, als ich die Bühne eingeladen habe, ein Konzert, um das Lied mit ihm zu singen,
vorher daraus geworden ist, was aus dieser Band, ich glaube, die beliebteste Band überhaupt in der Schweiz geworden ist. Und zu Recht. Und ich habe immer noch eine Zärtlichkeit mit dem Bühnen. Ob schon wir uns nicht viel gesehen, aber da gibt es irgendeine Verbindung, die man nicht muss unterstützen muss. Und ich verstehe heute noch, warum ich diese Verbindung aufbauen wollte. Er sagt das so. Ja, ich hätte gern, würde gerne mal so ein tolles Lied schreiben. SRF 3